Bildungspolitik nicht Mittelmaß verwalten, sondern Zukunft gestalten, das ist jetzt das Thema des dringlichen Antrags der NEOS und der wird begründet von der NEOS-Gruppe Frau Beate Meindl-Reisinger. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrter Herr Bildungsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wir sind jetzt fast schon am Ende dieses Jahres und ich glaube, so denke ich, kann man es als gesichert annehmen, dass wir dieses Jahr nicht als das Jahr der Bildung bezeichnen werden. Also es wird nicht in die Historie eingehen als das Jahr der Bildung in Österreich. Letzte Woche sind die PISA-Ergebnisse veröffentlicht worden und ich mache mir sehr große Sorgen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erster Punkt ist, die Ergebnisse sind wirklich schlecht. Der zweite Grund, warum ich mir aber Sorgen mache, und das betrifft auch Sie, Herr Bildungsminister, ist, das sind die Reaktionen gewesen auf diese PISA-Ergebnisse. Ganz zuvorderst auch Ihre Reaktion, Herr Minister. Die lässt mich nämlich ratlos zurück. 25%, ein Viertel der 15-Jährigen in Österreich können laut der letzten Studie nicht sinnerfassend lesen in Österreich. Ebenfalls 25% scheitern an den einfachsten Rechenaufgaben. Wir wissen, dass seit vielen Jahren das Bildung in Österreich noch immer stark vererbt wird. Und es ist ja völlig naturgemäß. Wir haben da sehr oft darauf hingewiesen, dass sich diese Schere natürlich noch erweitert hat durch die Corona-Zeit, weil einfach nicht jedes Kind zu Hause ein eigenes Zimmer gehabt hat, mit einem eigenen Schreibtisch, mit einem ruhigen Raum, wo man seine Arbeiten nachgehen kann. Und auch die Eltern oftmals nicht die Kapazitäten hatten, sich darum zu kümmern, dass wirklich das auch alles im Fernunterricht passiert. Im Alter von 10 Jahren haben Kinder aus bildungsfernen Familien in Österreich einen Bildungsrückstand von bis zu 3 Schuljahren gegenüber Kindern von Akademikerinnen und Akademikern. Und das Ganze aber in einer Situation, wo die Steuerzahler sehr viel Geld zahlen für dieses Bildungssystem. Denn Österreich hat eines der teuersten Bildungssysteme der Welt. Das Ergebnis ist aber bestenfalls als mittelmäßig zu bezeichnen. Und wenn man sich jetzt überlegt, welcher Mitteleinsatz da hineingeht, dann ist das Ergebnis dieser PISA-Untersuchung eine Katastrophe, eine wahre Katastrophe. Das Drama ist, dass wir mit unserem Bildungssystem weder Exzellenz schaffen, also herausragende Leistungen, noch Gerechtigkeit. Wir schaffen beides nicht, sondern das Mittelmaß. In allen Kategorien sacken wir ab. Also wir werden in allen gemessenen Kategorien schlechter. Nur nicht ganz so schnell schlechter oder so viel schlechter wie unser Nachbar Deutschland. Und das hat offensichtlich schon ausgereicht, dass Sie sich, Herr Minister, freuen über das Ergebnis. Also das ist ja wirklich ungeheuerlich. Die Ergebnisse der PISA-Testung müssten doch alle Alarmglocken schrillen lassen, aber sie zeigen sich erfreut, dass wir weniger stark abgestürzt sind als andere OECD-Länder. Herr Minister, ein Minister, der sich über Mittelmaß freut, ist selbst nichts anderes als Mittelmaß. Und das ist tatsächlich eine Bankrotterklärung für Sie. Sie haben in einem Interview auf die Frage, was Sie sich von Schulen im 21. Jahrhundert erwarten, gesagt, bitte, das ist eine Frage für Expertinnen und Experten. Herr Minister, vor ein paar Monaten bin ich hier gestanden und habe Sie ein bisschen spitz gefragt, warum Sie eigentlich Bildungsminister geworden sind. Ich möchte Sie ganz ernsthaft fragen, was Sie den ganzen Tag machen. Was ist Ihr Anspruch? Was ist Ihr Selbstverständnis? Was ist Ihre Leidenschaft? Wo ist Ihre Vorstellung des Bildungssystems? So hart es ist, Sie sind dieser Aufgabe und der Verantwortung eines Bildungsministers ganz offensichtlich nicht gewachsen. Und wenn wir im schulischen Kontext bleiben, wer seine Leistung in der Schule nicht bringt, bleibt sitzen. Wer seine Leistung in der Bundesregierung nicht bringt, sollte gehen. Und das sollten Sie jedenfalls tun. Also was ist die Aufgabe von Schule im 21. Jahrhundert? Die Welt ändert sich rasend schnell. Wir schreiben so schnell wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, die Geschichte der Menschheit gerade fort. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Globalisierung, zunehmende Krisen, auch Verunsicherung, es entstehen neue Jobs. Meine Töchter, das sage ich sehr oft, meine Töchter werden in 20 Jahren Antworten geben müssen auf Fragen, die ich noch nicht mal kenne,
die wir noch nicht einmal kennen. Und dann können Sie doch nicht sagen, dass unser Bildungssystem, so wie es derzeit aufgestellt ist, diesen Anforderungen gerecht wird. Das ist doch überhaupt nicht der Fall. Es sind weder die Kenntnisse noch die Fertigkeiten, die mitgegeben werden. Und natürlich geht es da um Grundfertigkeiten. Deutsch, lesen können, Grundrechenarten, keine Frage. Aber darüber hinaus gibt es ganz viele Kompetenzen, die Kinder in der heutigen Zeit erlernen müssen, die in diesem starren Schulsystem definitiv nicht mehr so vermittelt werden. Warum ist Bildung so wichtig? Das rührt nämlich auch an einer Kernerzählung. Das, was ich auch als das gesellschaftliche Band bezeichne in Österreich. Es gibt eine Kernerzählung bei uns in Österreich und die bedeutet, mach eine gute Bildung, mach eine gute Ausbildung und dann bring dich ein, zeige Leistung und Einsatz und dann kannst du ein gutes Leben führen, kannst du dir was aufbauen. Das ist eine ganz wesentliche Grunderzählung, die gerade für die Mitte der Gesellschaft ganz zentral ist. Das heißt, Bildung, die beste Bildung und Ausbildung ist ganz zentral für Aufstieg, für selbstbestimmtes Leben und auch damit natürlich für dieses Aufstiegsversprechen gegenüber den Jungen und der Mitte der Gesellschaft. Und jetzt möchte ich Sie ernsthaft fragen, können wir heute guten Gewissens dieses Versprechen aktuell noch geben? Können unsere Kinder und auch als Eltern, können wir darauf vertrauen? Mit Sicherheit bedauerlicherweise nicht. Schule sollte ein Ort sein, an dem Kinder gerne gehen, Lehrerinnen und Lehrer gerne arbeiten und unterrichten und auch die Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn die Kinder in der Früh das Haus verlassen. Es geht natürlich, wie ich schon gesagt habe, um nötige Grundfertigkeiten, aber es geht doch vor allem auch um eines, Leidenschaft zu wecken, Neugier zu wecken, Talente zu entdecken. Jedes Kind kann was. Jedes Kind kann was. Und es kann doch nicht sein, dass wir Flügel brechen in den Schulen, anstatt sie zu heben. Nichts, und zwar wirklich nichts, ist so wichtig wie ein gutes Verhältnis zwischen einer Lehrerin und einem Lehrer und einer Schülerin und einem Schüler. Meine beiden Großmütter waren selber beide AHS-Professorinnen, eine davon auch dann Direktorin an einem Gymnasium. Und ich treffe heute noch ehemalige Schülerinnen von Ihnen, die mir sagen, ihre Großmutter hat an mich geglaubt. In einer Zeit, die schwierig war. Es war übrigens im 21. Bezirk, Franklinstraße, also nicht leicht. Ihre Großmutter hat an mich geglaubt. Und wenn sie nicht an mich geglaubt hätte, dann wäre nichts aus mir geworden. Schauen Sie, was aus mir geworden ist. Genau darum geht es doch. Diese Leidenschaft zu wecken und auch der Glaube, jedem Kind zu sagen, du kannst was, du wirst was, ich glaube darauf. Und daher ist es so wichtig, auch die engagierten Lehrerinnen und Lehrer vor den Vorhang zu holen, die ebenfalls mit Sorge auf die Zukunft blicken. Und es freut mich außerordentlich, dass heute einer dieser Lehrer hier ist, Markus Astner, ein Pädagoge am Bundesrealgymnasium in der Au in Tirol. Herzlich willkommen bei uns im Hohen Haus. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er sitzt. Er hat im Rahmen, wir haben einen Redewettbewerb gemacht, eine sagt sonst keiner Challenge und hat uns eine Rede eingeschickt, die auch gewonnen hat. Und ich erlaube mir nun, die Rede des Herrn Astner vorzutragen. Ich mache mir Sorgen. Ich glaube, Sie sollten bitte den Respekt jetzt haben, zuzuhören, denn der Herr sitzt da oben. Ich mache mir Sorgen, große Sorgen. Ich mache mir Sorgen, weil sich niemand von den Verantwortlichen den vielen Baustellen im Bildungsbereich ernsthaft annimmt. Ich mache mir Sorgen, weil unsere Kinder und Jugendlichen nach wie vor nicht gemeinsam und voneinander lernen dürfen, wie es in vielen Staaten der Fall ist, sondern nach der 4. Klasse Volksschule getrennt werden. Ich mache mir Sorgen, weil wir, die im Bildungssystem tätig sind, ein Spielball der unterschiedlichen politischen Ideologien sind, die eine Weiterentwicklung unseres Bildungssystems verhindern. Ich mache mir Sorgen, weil wir so viele unsinnige bürokratischen Tätigkeiten machen müssen, obwohl wir viel mehr Zeit in die Ausbildung der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen investieren wollen. Ich mache mir Sorgen, weil Bildung so kopflastig ist und durch die Vorgaben so wenig Zeit für die soziale, kreative, motorische, musische Bildung und Herzensbildung bleibt. Ich mache mir Sorgen, weil die Politikerinnen und Politiker immer nur von Bildung reden, während wir vor Ort ausbaden müssen, was sie in ihren Kämmerchen realitätsfremd ausdenken.
Ich mache mir Sorgen, weil unsere Kinder und Jugendlichen jeden Tag getestet, bewertet, beurteilt werden und sich nicht frei entfalten dürfen. Und weil sie sich bereits im Volksschulalter in einem Hamsterrad aus Leistungswahn, Konkurrenzdenken und Selektionsdruck befinden. Ich mache mir Sorgen, weil ein inklusives, integratives Bildungssystem verhindert wird und weil manche die Teilhabe nicht ermöglichen möchten bzw. von Teilen nicht angenommen wird. Ich mache mir Sorgen, weil wir im Bildungsbereich Tätigen so wenig Unterstützung bei unserer Berufung erhalten. Ich mache mir Sorgen, weil benachteiligte Kinder und Jugendliche zusätzlich auch noch durch unser Bildungssystem benachteiligt werden. Ich mache mir Sorgen, weil ein Teil der Gesellschaft so tut, als wäre unser Job ein Halbtagesjob. Ich mache mir Sorgen, weil niemand die Verantwortung übernimmt und unser Bildungssystem endlich ins 21. Jahrhundert transformiert. Ich mache mir Sorgen, weil man an den verantwortlichen Stellen so wenig auf jene hört, die eine andere Vorstellung von Bildung haben und weil man die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht ernst nimmt und vor allem auf jene hört, die einer veralteten Bildungsvorstellung das Wort reden. Ich mache mir Sorgen, weil man jene Kindergärten und Schulen mit besonderen Herausforderungen sowie das dortige Personal im Stich lässt, statt die Herausforderungen auf viele Schultern zu verteilen. Ich mache mir Sorgen, weil Österreich die Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, aber so säumig ist bei der Umsetzung. Ich mache mir Sorgen, weil Mehrsprachigkeit immer noch als Makel, denn als Gewinn verstanden wird und mehrsprachig aufwachsende Kinder benachteiligt werden. Ich mache mir Sorgen, weil die Bildung in unserem Land keine Priorität hat und gegenüber anderen Ländern unterfinanziert wird. Ich mache mir Sorgen, weil man den wunderschönen Beruf als Pädagogin und Pädagoge in den letzten 20 Jahren durch viele Verschlechterungen so unattraktiv gemacht hat, dass sich kaum noch welche finden, die diesen eigentlich so wertvollen, sinnstiftenden und schönen Job ausüben möchten. Gerade die jungen angehenden Pädagoginnen und Pädagogen hat man hierbei Rahmen und Arbeitsbedingungen geschaffen, die sie kaum bewältigen können, überfordern und letztlich dazu führen, dass sie ausbrennen oder das Handtuch werfen. Ja, ich mache mir Sorgen, große Sorgen. Sehr geehrter Herr Aster, ich möchte mich bedanken für Ihre Rede und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie diese Arbeit machen. Bildung geht uns alle etwas an und so können wir nicht mehr weitermachen. Bildung muss zum nationalen Anliegen werden. Ein Anliegen, und das meine ich in vollem Ernst, wo alle konstruktiven Kräfte zusammenarbeiten, gemeinsam arbeiten. Wir können nicht mehr so weiterwursteln und aufgrund parteipolitischer Scheuklappen notwendige Reformen verschlafen. Ich fordere die Bundesregierung auf, deswegen ein großes nationales Reformprojekt für die Bildung zu starten. Die Wege zur besten Bildung sind ja klar aufgezeigt und vieles davon würden wir ja auch außer Streit stellen können. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Schulautonomie, echte Schulautonomie, damit die Herausforderungen dort angegangen werden können, wo sie auch sind, individuell und autonom, mit der Freiheit Entscheidungen zu treffen. Das wäre wichtig. Mit einem Lehrer-Lehrerinnenberuf, der attraktiv ist, wo Bürokratie aus dem Weg geräumt ist, damit wirklich Zeit bleibt, das zu tun, warum sie eigentlich diesen Job angetreten sind, nämlich sich dem Kind individuell zuzuwidmen. Mit mehr Unterstützungspersonal, Schulpsychologinnen und Psychologen, damit auch die mentale Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen, die massiv gelitten hat in den letzten Jahren, endlich auch in den Fokus gerät und damit auch hier die Lehrerinnen und Lehrer ihren Job machen können. Mit einem echten Chancenbonus für die Schulen, die natürlich besondere Herausforderungen haben. Es ist simpel ungerecht, was wir hier machen, dass wir die Schulen, die besondere Herausforderungen haben, weil sie zum Beispiel Brennpunktschulen sind, auch noch im Stich lassen. Und natürlich brauchen wir endlich flächendeckende, ganztägige Volksschulen. Das ist einerseits wichtig, um den benachteiligten Kindern alle Chancen zu geben und andererseits auch wichtig, in einer modernen Gesellschaft den Familien, insbesondere Frauen, das Leben zu erleichtern. Das schafft Chancen und natürlich auch eine bessere Integration. Und apropos Integration, wir brauchen natürlich Demokratie, Bildung, Medienbildung, aber vor allem auch Demokratiebildung in der Schule. Sehen Sie denn nicht, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet? Daher auch unser Vorschlag mit dem Schulfach Leben in einer Demokratie. Auch das Bildungssystem muss transparent werden und Vergleichbarkeit ermöglichen. Es kann doch nicht sein, dass wir in vielen Bereichen Transparenz haben,
und auch sagen, wir können vergleichen, aber im Bildungsbereich, was Schulen angeht, nicht. Das kann doch nicht sein. Und natürlich hat die Trennung der Kinder mit 10 Jahren weder pädagogisch noch entwicklungspsychologisch irgendeinen Sinn. Wenn das nicht gelingt, zahlen wir morgen alle den Preis für das Bildungsversagen. Das heißt, wir müssen Bildung über alles stellen und tatsächlich, diese nationale Anstrengung, die muss uns gelingen und es kann großartig werden. Ich möchte jetzt auch sagen, Sorgen sind da, aber es kann auch ein tolles, positives Zukunftsbild machen. Denn es ist nämlich genau das, was der Herr Aster gesagt hat, es reicht nicht aus, dass wir darüber reden. Machen wir das. Und zwar machen wir das gemeinsam. Lassen wir uns darauf ein und schaffen etwas, wo wir in 10 Jahren, in 15 Jahren zurückblicken und sagen, bah, da ist uns wirklich Tolles gelungen und wir haben in Österreich wirklich etwas geschafft, was in keinem anderen Land geschafft wurde, Bildung wirklich an die Spitze zu bringen. Übernehmen wir doch gemeinsam Verantwortung. Das Bildungssystem in Österreich ist aktuell nicht dafür geeignet, dass Kinder und Jugendliche jene Kompetenzen erlernen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wichtig werden, kritisiert Beate Meindl-Reisinger, Klubobfrau der NEOS. In den Schulen würden Kinder die Flügel gebrochen, anstatt gehoben, so Meindl-Reisinger, und nutzt damit ein Sprachbild des früheren NEOS-Chefs Matthias Strolz.